Herzlich willkommen hier auf der Hopfach und ja, unser schickes Bild, Milchviehtrieb Meier. Diesen Hof möchten wir uns bei unserem Neustart jetzt zulegen. Dieser Hof kostet uns 591.000. Tada, dieser Hof gehört jetzt uns. Genau, hier haben wir alles, was wir brauchen. Ja, okay, wir sollten das F1-Menü aufmachen. Dann machen wir mal hier gleich auf. So, und die Klappe öffnen. So, und nun gehen wir hin und stellen uns mal unsere Fahrzeuge zusammen. Eigentlich müsste ich ja wissen, was dieser Hof braucht, aber ja. Der Manu ist vergesslich. Wir brauchen Luzerneheu, Sojabohnen, Luzerne, Silage, Stroh, Wasser und Kühe. Okay. Wir haben jetzt noch 864.000. Und hüpfen jetzt einfach mal zum Shoppen, dann brauchen wir da nicht laufen. Weil alt und so. Das heißt, wir brauchen jetzt einen. Nehmen wir einen mittelgroßen. Nee, das sollte schon gut sein. So, 272.000 wäre der Fendt. Nee, wir können doch nicht auf so große Dinger gehen. Okay. Wir nehmen einfach mal den Deutz, eine gute Motorausführung. Aber GPS. Ich habe nichts mit GPS am Hut. Dann kaufen wir mal den. So. Müssen wir doch jetzt eigentlich nochmal gucken, ob wir uns nicht auch gleich ein Feld anlegen, oder? Guck mal, die 78, die hätte sogar erntereife Sojabohnen. 78.96 ist noch teurer. Was ist denn mit Feld 60? Da gehört uns auch noch so viel dazu, ne? Ist aber noch im Wachstum. Okay. Ernte. Feld 107. Wie wir aus Erfahrung wissen, lohnt sich die Düngeraufträge nicht. Mit Geräte ausleihen. Wir werden einfach mal einen Auftrag hier dazwischen schieben. Wir brauchen Geld. Geld, Geld, Geld. So. Und um 9 Uhr gehen die Tore auf. So, dann werden wir jetzt gleich mal 107 annehmen. So, damit es immer halt nicht langweilig wird, werden wir auch hier noch das Multi-Missions-Dingsbums drauf nehmen. Dass wir mehrere Aufträge auf einmal machen können. Nicht alle kann man mit Hilfe machen, alle Felder, aber einige schon. So, des Weiteren werden wir hier Autodrive noch aktivieren. Ach, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Das war ja rechte Maustaste. Okay, da ist noch nichts. Ordner verwenden. Ja, ich glaube nämlich. Ne, wir müssen. Genau. Wir müssen das Streckennetz mit reinnehmen. Oder so ähnlich. So. Wir können aber weiterhin noch unsere Fahrzeuge zusammenstellen. Wir brauchen einen Anhänger. Einen Anhänger. Dann nehmen wir erstmal den hier für 27.000. Kaufen. So.
Stellen wir jetzt erstmal hier auf Seite. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Einen eigenen Drescher zu holen für Aufträge. Das müsste jetzt auch nicht der ganz große sein, aber auch nicht der ganz kleine. So. Der wäre. Na komm, 300.000 GPS brauchen wir nicht. Kaufen, kaufen. Brauchen noch ein Schneidwerk. Also da. Mit Brille wäre das nicht passiert. So, 89.000, den New Holland, den kaufen wir auch gleich. So, jetzt haben wir noch 192.000. Wenn wir jetzt noch einen schicken LKW bekommen, die machen wir jetzt erstmal aus. Dann haben wir doch eigentlich das, was wir brauchen, oder? Ah, das wird jetzt eng. Nee. Doch, okay. So. Ja, die Fahrkünste von Manu, die sind natürlich richtig praktisch. Nämlich gar nicht. Wir machen es einfach anders da. Ah! Jetzt hüpft ihr wieder rein. Leute, wir sehen uns wieder, während wenn wir hier den Knoten auseinandergeknotet haben. So, jetzt haben wir unser Ding hier auseinandergeknotet und wir sind schon wieder im LKW-Menü. So, und der würde 172.000 kosten. Das wäre zu viel Geld. Also, nehmen wir den. Komm, hier sparen wir. Wir nehmen den Fiat. Wir nehmen einfach mal die Glasfarbe. So, GPS brauchen wir nicht. Config, Zugmaul hinten. Ja, können wir machen. Kaufen. So. Dann können wir auch den kleinen damit ziehen. So. Dann. Ja, ein Wasserfass bräuchten wir auch, aber brauchen wir das jetzt? Nein. Okay. Wir haben. Was haben wir denn jetzt noch übrig? 66.000. P 66.000. Dum, dum, dum. Technik 104.000 76, das ist alles zu teuer. Naja, gut, wir machen es anders. Wir spulen jetzt gerade mal ein wenig die Zeit vor, damit diese blöde Tor hier endlich mal aufgeht. Wie gesagt, 9 Uhr. Gehen hier mal die Tore auf. So, jetzt kann man die Zeit schon wieder speichern und wir begeben uns jetzt mal aufs Feld und sehen uns gleich wieder, wenn wir auf dem Feld sind. So, dann haben wir schon mal den Vollernter hier.
Und ich würde sagen, fangen wir mal an, Geld zu verdienen. Let's rock. Aber auch das müsst ihr nicht die ganze Zeit sehen. Werden jetzt hier mal den Helfer reinschmeißen. Dann kann der nämlich weiterarbeiten und wir können unsere Fahrzeuge zum Hof fahren. Ja, rein theoretisch frage ich mich gerade, warum habe ich den Valtra gekauft? Ja, eigentlich um die Tiere zu füttern. Aber das haben wir ja noch lange nicht. Also können wir den Valtra eigentlich erst wieder verkaufen. Valtra Anhänger verkaufen und dann holen wir uns einen normalen Anhänger. So machen wir das. Ich habe gerade ein wenig falsch gedenkt. Aber das könnte auch am Alter liegen. Gut, dann lassen wir den jetzt erstmal hier stehen. Wir gehen zum Shop. Verkaufen das Gedöns wieder hier. Und schaffen uns einen anständigen Anhänger ran. Dann verkaufen. Genau. Und dann den verkaufen. Zumindest haben wir jetzt wieder 335.000. Ach, falsche Taste. Und jetzt holen wir uns einen vernünftigen Anhänger. 78.000. Kaufen, kaufen. So. Jetzt haben wir einen Fiat. Wir haben einen Anhänger. Passt. Wir haben einen Drescher. Passt. Also, das erste, was wir uns holen müssen, sind Felder. Ladida. Also ich vermisse es ja eigentlich, die Hauptfach ganz normal zu spielen, ne? Komplett mit irgendeiner Truppe neu anzufangen, die nicht cheatet. Okay, wir fahren einfach jetzt hier auf dem Hof. Jeder fängt bei 0 an. Die meisten Leute haben aber keine Geduld. Gut, dann gehen wir mal nach unserem Feld 107 gucken. So sieht's aus. Der ist fleißig am Arbeiten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir machen jetzt mal ein bisschen das Feld fertig. Ja, dann tanken wir das erste Mal unseren Fahrer hier ab und schauen mal, wohin der muss. Brauerei Haberlein. Ja, mit Outride wäre es jetzt richtig geil und schnell gegangen. Aber somit schmeißen wir jetzt den Helfer hier wieder an. Und wir bringen den mal gleich rüber. So, aber ich will jetzt einmal schnell zum Shop. Und zwar will ich beim Shop
noch mal gerade was gucken. Also, ein kleiner Traktor, 112, 110. Nehmen wir mal den Star. GPS brauchen wir nicht. Den, das kaufen, das kaufen. So, und dann bin ich jetzt blond? Da, Mähtechnik. So. 16.000. Nein, also, ich hole mir den und den. Dann können wir nämlich schon mal Gras ins Silo schmeißen, ne? Ich hoffe, dass das da das überhaupt packen tut. So, rin in die Olga. Und dann können wir nämlich mal nebenbei Gras mähen. So, aber bei dem Starer kriege ich vorne nichts mehr dran, richtig? Der hat mir schon Gewicht dran. Das war mir schon ganz klar. Egal, dann wird ja auch mir passiert sowas. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich ein Profi bin, ne? Dann brauchen wir jetzt nämlich noch einen Ladewagen und dann sind wir erstmal fertig. Holy shit. Blödes Auto. Ist mir gerade nochmal gut gegangen. Den stellen wir uns jetzt auch schon mal auf den Hof. Holen uns jetzt auch den Ladewagen und dann sind wir durch. Ja, das ist der Neubeginn auf der Hopfach. Wir wollen die Weltmacht der Hopfach. So, das heißt, hier müssen wir erstmal warten, bis das Gras gewachsen ist. Aber trotzdem brauchen wir jetzt noch den Ladewagen. Und dann können wir das Fahrsilo zumindest mal voll machen mit Grassilage. Und danach gehen wir hin, starten den Server einmal. Ach, den Server einmal neu. Der kann eigentlich alles sammeln, ne? Ja. 26.000 Liter reichen für den Anfang. So. Let's fetz, jetzt sind wir so gut wie pleite. Das heißt, wir müssen wieder ein paar Aufträge machen. Oder wir müssen ein paar Aufträge machen. Aber damit euch nicht langweilig ist, machen wir das nicht alles in den Dings, in den Aufnahmen. Schon ein wenig, aber ja. Den fahren wir jetzt zum Hof, dann sind wir erstmal für heute mit den Aufnahmen durch.
So, dann stellen wir den auch hier hin. Dann haben wir jetzt erstmal unser Werk getan. Da, 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 da. Genau. Wir. Ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder bei der Hauptfach. Hier sind wir jetzt erstmal durch und ja, wir lassen einfach mal den Helfer weiterlaufen. Bis denn. Ciao, ciao, wenn ihr wollt.